Der Sturm wird immer stärker, sagen Tommy und Annika. Ich auch, antwortet Pippi Langstrumpf. Ist dies ein Symbol für unsere derzeitige Lage? Die Zahl der Corona-Infizierten steigt massiv, Angst und Schrecken verbreiten sich. Der Sturm der neuen Welle rollt an. Ministerpräsident Söder droht der bayerischen Bevölkerung mit Militäreinsatz, falls sie sich regelwidrig verhält. Der Sturm wird stärker. Aber es gibt zunehmend Stimmen, die das Ganze für maßlos übertrieben, ja, für einen künstlich aufgeblasenen Sturm halten. Das sind Stimmen aus der Medizinpraxis, von medizinischen Fachverbänden und auch aus der Juristerei. Und wohlgemerkt nicht aus dem Verschwörungsbereich. Der Sturm wird stärker, die Maßregeln schärfer und die, die dagegen halten, auch. Und diese Stimmen werden zunehmend in den Medien gehört. Damit scheint etwas Bewegung in die bisher eher betonierte Front der Gegner und Befürworter harter Regierungsmaßnahmen zu geraten. Dringender denn je scheint es auch notwendig, von der Einseitigkeit zu einem breiten Diskurs zu kommen, der sich vor allem auf klare Fakten statt auf düstere Prognosen stützt. Als ehemalige Journalistin möchte ich zu dieser Diskussion beitragen. Es wäre schön, wenn man den Schritt von der Diffamierung zur Deeskalierung schaffen würde. Eine ganz wesentliche Rolle in diesem ganzen Corona-Debakel spielen die PCR-Tests. Der Test stellt schließlich die Grundlage dar für sämtliche Maßnahmen, Lockdowns, Schul-, Theater- und Geschäftsschließungen mit einer noch unabsehbar auf uns zurollenden Pleitewelle, für die Maskenpflicht und für die Reiseverbote. Aber der PCR-Test hält wohl nicht, was er verspricht. Er kann offenbar keine Infektion und damit keine Erkrankung nachweisen. Gestützt auf zahlreiche wissenschaftliche Aussagen sprechen Juristen inzwischen von Betrug, arglistiger Täuschung und vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung. Eine Produkthaftungsklage auf internationaler Ebene ist in Vorbereitung. Die Zweifel am Test scheinen bestätigt durch die kritischen Stimmen aus der medizinischen Praxis. In ARD Extra erklärte Professor Thorsten Blauer Anfang Oktober, dass man von dieser aufgrund der Tests ermittelten Fallzahl jetzt endlich wegkommen sollte, weil sie, ich zitiere, wenig aussagekräftig sei. In seiner Berliner Lungenklinik steht die Covid-19-Station seit 2 Wochen fast leer. Das sei in vielen anderen Kliniken in Deutschland genauso, sagt er. Ein neuer Anstieg der positiven Testzahlen führt nicht mehr zu Krankenhauseinweisungen, betont der Chefarzt. Wöchentlich sterben 16.000 bis 20.000 Menschen in Deutschland, wie die ARD mitteilt. Im April waren es 1.700 Tote davon. Im August waren es 27. Professor Ursel Heudorf, Fachärztin für öffentliches Gesundheitswesen, erklärte in der Sendung, dass in Frankfurt am Main im Juni der letzte Mensch an Corona gestorben sei. Es war ein alter Mensch aus dem Pflegeheim. Seit fast 3,5 Monaten kein Toter in einer Stadt mit über 750.000 Einwohnern. Aber sie müssen alle Maske tragen. Die Zahl der wirklich Infizierten, so Heudorf, müsse deswegen dringend entkoppelt werden von den positiv Getesteten. Auch bei dieser Aussage wird wieder deutlich, was die steigenden Fallzahlen über die reale Erkrankung aussagen, nämlich herzlich wenig. Wie kann das alles sein? Entlarvt wird diese angeblich gefährliche neue Welle, die uns jetzt europaweit heimsucht, Grenzen von heute auf morgen verschließt und im privaten wie öffentlichen Bereich für massivste Unsicherheiten sorgt, durch Feststellungen von Professor Ulrike Kämmerer. Die Aussagekraft der PCR-Tests sei schlichtweg Kaffeesatzleserei. So fällte kürzlich die Virologin von der Universität Würzburg ein vernichtendes Urteil.
Kaffeesatzleserei? Kämmerer war vom Corona-Ausschuss eingeladen worden, der von einer Gruppe von Rechtsanwälten gegründet wurde. Seit Monaten werden Mediziner und Wissenschaftler aus dem In- und Ausland interviewt. Faktenbasiert soll die Corona-Krise aufgearbeitet werden. Kaffeesatzleserei? Von etwas, was die Mehrzahl der Menschen als ernste Bedrohung empfindet, nachdem sie ihr ganzes Verhalten ausrichten? Völlige Verblüffung riefen denn auch diese Erklärungen zum PCR-Test bei den Juristen hervor. Kämmerers kritische Darlegung wurde inzwischen von mehreren Wissenschaftlern in den Anhörungen bestätigt. Für medizinisches und labortechnisches Fachpersonal sind sie allerdings eine Binsenweisheit. Der PCR-Test ist für die klinische Diagnostik nicht geeignet. Der PCR-Test sucht im Abstrich Schnipsel eines Virusmoleküls. Eine Infektion kann dieses Bruchstück nicht nachweisen und es kann keine Aussage treffen, ob ein Mensch erkrankt ist oder andere anstecken kann. Es gibt keinen Aufschluss darüber, ob das Virus vermehrungsfähig oder nur ein völlig unwirksames Überbleibsel eines Virus nach einer überstandenen Infektion ist. Dies wird, man höre und staune, selbst von Professor Christian Drosten bestätigt. Drosten hatte im Januar 2020 nach Rücksprache mit Kollegen in Wuhan speziell zur Erkennung von Covid-19-Molekülen ein PCR-Testmodell entwickelt, das als Blaupause für den weltweiten Einsatz gilt. Drosten kritisiert im Jahr 2014 in der Wirtschaftswoche den Hype bei einem Ausbruch des MERS-Virus. Dies ist auch ein Coronavirus. Er sagt, die PCR-Tests seien so hochempfindlich, dass auch kerngesunde und nicht ansteckende Menschen positiv getestet würden. Er kritisierte damals sogar, dass die Medien die Sache unglaublich hochgekocht hätten. Ein Déjà-vu? Oder? Die Situation heute? Viele Menschen sind mit positivem Test kerngesund und die Medien kochen die Katastrophe hoch. Das mag doch sehr erstaunen. Eine mögliche Antwort? Drostens Analyse bezieht sich für 2014 auf einen MERS-Ausbruch in Saudi-Arabien. Na, das ist ja auch weit genug weg. Und trotzdem gilt das Prinzip des Tests natürlich bis heute. Und trotzdem wird beim PCR-Test bis heute suggeriert, schwer erkrankt, infektiös, dem Tod geweiht. Hat Herr Drosten seine Analyse von 2014 etwa vergessen? Dr. Rainer Füllmich, Mitbegründer des Corona-Ausschusses, wertet inzwischen den Einsatz der PCR-Tests als einen riesigen Betrug von juristisch höchster Brisanz. Dieser, Zitat, Idiotentest ist unter anderem verantwortlich für die verheerenden gesundheitlichen und wirtschaftlichen Schäden, deren Ausmaß noch gar nicht erkennbar sind, betont er im Gespräch. Juristisch gesehen handele es strafrechtlich um Betrug, vorsätzliche sittenwidrige Schädigung und angesichts der existenzvernichtenden Schäden weltweit um Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Zivilrechtlich gehe es um eine arglistige Täuschung über ein fehlerhaftes Produkt, das eben nicht kann, was es verspricht. Daraus wiederum leitet er die Pflicht zu vollem Schadensersatz ab. Rainer Füllmich, der auch eine Kanzlei in Kalifornien hat, bereitet mit kanadischen und US-Kollegen gerade eine Produkthaftungsklage als Sammelklage vor. In den USA haben solche Klagen viel mehr Gewicht als in Deutschland. Davon können VW und Deutsche Bank ja ein Liedchen singen, sagt er. An vorderster Reihe stehen die WHO, RKI-Chef Wieler und Drosten, an dessen Institut der Test für Covid-19 entwickelt und millionenfach auch in die USA verkauft wurde. Die WHO hatte den Drosten-Test wärmstens empfohlen. Und damit ist die US-Justiz am Ball. Füllmich sagt, wenn diese Welle zu uns überschwappt, können sich alle Geschädigten dieser Klage anschließen.
Er schätzt den Streitwert in Höhe von Hunderten von Milliarden Euro. Selbst kleine Unternehmen könnten auf dieser Basis Schadensersatz fordern. Kollegen aus anderen Ländern werden von ihm mit den notwendigen Informationen für ein Klageverfahren versorgt. Weitere kritische Stimmen aus dem Medizinbereich ergänzen das verzerrte Bild, mit dem die Bevölkerung immer noch traktiert wird. Professor Hendrik Streeck, Uni Bonn, Virologe, erklärte im ZDF bei Berlin Direkt, ich zitiere, wir müssen aus dem Daueralarmismus herauskommen und pragmatische Lösungsansätze finden. Bei ARD Extra meinte er jüngst angesichts der zu erwartenden üblichen Grippewelle, ich zitiere, selbst 20.000 Infektionen pro Tag sollten uns keine Angst machen, denn ein milder oder symptomfreier Verlauf trägt ja nicht zum Infektionsgeschehen bei. In derselben Sendung erklärt Dr. Andreas Gassen, Vorstand der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, es habe 2020 keine Übersterblichkeit gegeben. Noch im August hatte Gassen geargwöhnt, dass, ich zitiere, die Massentests eher politisch motiviert sind. Der Präsident der Hamburger Ärztekammer, Walter Plassmann, erklärte kürzlich Ähnliches. Die Tabellen der Neuinfektionen nehmen inzwischen absurde Züge an. Er konstatiert, es ist kein Killer-Virus, das uns zwingt, im aseptischen Panikraum zu zittern, bis der Spuk vorbei ist. Eine Infektion, erklärte er bei Focus Online, sei noch lange keine Krankheit. Ähnliches ist von Professor René Gottschalk, Leiter des Gesundheitsamtes in Frankfurt am Main, zu lesen. Zunächst im Hessischen Ärzteblatt, dann in der Berliner Zeitung. Gottschalk betont, dass es bundesweit seit vielen Wochen deutlich weniger Erkrankungen und Krankenhausaufenthalte gebe. Auch sei im ersten Halbjahr keine Übersterblichkeit festzustellen. Ja, nicht einmal bei den Hochrisikopatienten, also bei den Bewohnern von Altenheimen. Gottschalk beklagt hingegen, ich zitiere, mangelnde Fachexpertisen, eine massive Gefährdung gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Strukturen und erfordert eine breite öffentliche Diskussion. Eine Übertragung durch Aerosole wertet er als von der Realität weit entfernt. Ansonsten würde die Ausbreitung des Virus ganz anders aussehen. Diese Einschätzung deckt sich mit den Erfahrungen von immer mehr Bürgern im Land, die infolge dieser exorbitant gestiegenen Testzahl positiv getestet wurden und die sich, inklusive ihrer Kinder und der Großeltern, in 2 Wochen Quarantäne zwar quälend eingesperrt, aber körperlich gesund fühlen. Selbst beim RKI sind Bestätigungen zu finden. Wer nicht die düsteren Verlautbarungen des RKI verfolgt, sondern auf die nüchternen RKI-Statistiken schaut, kann dort nämlich leicht feststellen, dass trotz der hochgeschnellten Testzahlen die Zahl der Krankenhausaufenthalte, der belegten Intensivbetten und der Verstorbenen keine Ausschläge zeigen. Von den inzwischen wöchentlich knapp 1,1 Millionen durchgeführten Tests haben nach RKI-Statistik in der 38. Kalenderwoche, das ist Mitte September, lediglich 1,19% positiv angeschlagen. Von 1,1 Millionen durchgeführten Tests 1,19 positiv. Pro 100.000 Einwohner wurden 13,2 Fälle als erkrankt geführt. Die Statistik für die letzte Septemberwoche weist eine weitere Steigerung der Tests auf 1,15 Millionen aus. Die Positivrate 1,32%. Mit der Zahl der wirklich Kranken hat dies wiederum herzlich wenig zu tun. Ähnliches sagt eine Grafik aus, die im Netz zu finden ist. 99,9655% aller Deutschen
ist von Covid-19 nicht betroffen. 99,966% in Deutschland haben mit Covid nichts zu tun. 99,96% haben aber Maskenpflicht. Die Ärztekammer Oberösterreich hat im ORF festgestellt, dass die Tests fälschlicherweise das Maß aller Dinge seien und die darauf basierenden Maßnahmen der Politik unabsehbare verheerende Folgen hätten. Sachlich betrachtet liege die Todesrate mit 0,25 bis 0,6% im Bereich einer schweren Grippeepidemie. Es handele sich, so die Ärztekammer, inzwischen wohl um einen technischen Labortsunami. Die Ärztin Petra Abfalter vom Linzer Ordensklinikum wurde beim Linzer Presseclub eingeblendet mit der Aussage, dass für die Riesenzahl an Testungen eigens Institutionen geschaffen wurden, die nicht nach den anerkannten Regeln der Medizin arbeiten würden. Die belgische Ärzteschaft betont jüngst in einem offenen Brief an die WHO, dass es keine Rechtfertigung mehr gibt für die Notfallpolitik. Das Krisenmanagement sei völlig unverhältnismäßig. 98% der Infizierten würden kaum krank oder erholten sich schnell. Die Ärzte fordern dringend die, ich zitiere, Wiederherstellung unserer normalen Regierungsführung und Rechtsstrukturen. Der Rechtswissenschaftler Professor Dr. Thorsten Kinggren von der Universität Regensburg wurde mit einem Gutachten für den Bundestag beauftragt. Er sagt, als Ergebnis seiner Studie, eine epidemische Lage von nationaler Tragweite liegt nicht vor. Die bis heute andauernde Ermächtigung des Bundesgesundheitsministers sei verfassungswidrig. In der fraglichen Sitzung im Bundestag wurden die Anträge von FDP und AfD, die epidemische Lage aufzuheben, von der Mehrheit abgelehnt. Der offensichtlich verfassungswidrige Zustand ist bis März 2021 damit fortgeschrieben. Weitere Rechtswissenschaftler haben sich dieser Einschätzung angeschlossen. Öffentlich zu Wort gemeldet hat sich auch das National Bureau of Economic Research, mit einer weltweit angelegten Metastudie. Das unabhängige Institut, das mit zahlreichen Nobelpreisträgern arbeitet, erklärt, dass, ich zitiere, alle nicht pharmazeutischen Maßnahmen völlig wirkungslos gewesen sind, weltweit. Gemeint sind Einschränkungen wie Lockdown, Kontaktverbote, Maskenzwang und anderes. Es kommt noch ein interessantes Statement vom ehemaligen Vizepräsidenten und führenden Wissenschaftler des Pharma-Riesen Pfizer geschrieben, Dr. Mike Yeadon. Er sagte kürzlich in einem Interview, dass die zweite Welle auf gefälschten Daten künstlich konstruiert werde, nämlich auf falsch positiven Ergebnissen von inhärent unzuverlässigen Tests. Damit meint er natürlich die PCR-Tests. Das Fazit für den Juristen Rainer Füllmich heißt so, ich zitiere: Aufgrund der inzwischen unübersehbaren Fülle an evidenzbasierten Fakten muss endlich diese auf Betrug basierende Plandemie beendet werden.